Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Das ist eine gute Aussage. Pferde kann man nicht essen, sonst würden sie in Minecraft Fleisch droppen. Jo. Überzeugt, was Minecraft betrifft. Anderweitig muss ich allerdings sagen, probiert habe ich schon so ziemlich alles. Allerdings mir Pferdefleisch nicht sonderlich gut geschmeckt. Na, hat es. Ich mag mehr Schweinefleisch. Auch Rindfleisch, das mag ich nicht so. Nicht so. Irgendwie nicht so meins. Da wir gerade bei Pferd sind. Wo ist das Vieh? Da hinten. Hause rein. Man kann so ziemlich alles essen. Man kann auch Sand essen. Ohne die Frage, hat man davon? Oder Salat. Aber ich esse beim Essen ja nicht das Essen weg. Aber ich glaube, King Caesar, erstmal schönen guten Abend. Nee, guten Morgen, heißt es ja. What? So. Immer an, die drei Sterne sollen tot heißen, ne? Ja, aber trotzdem. Ach so, okay. Ja, was denn dann? Muss ich ja sagen, dann isst du meinem Essen ja auch das Essen weg. Oder? Nein. Ich finde, ganz ehrlich, jeder soll das essen, wozu er ist. So, ganz simpel. Es gibt genug Leute, die, weiß ich nicht, essen aus diversesten Gründen kein Fleisch, und es gibt Leute, die essen vielleicht ganz besonderes Fleisch, keine Ahnung, mehr aus Giraffen, Krokodil, keine Ahnung, was es alles da, was es alles auf irgendwelchen Speisenkarten gibt oder Känguru oder whatever. Sollen sie machen, alles gut. Urteile niemanden dafür, was er isst. Weil ich selbst möchte ja auch nicht dafür verurteilt werden, was ich esse. Weil ich esse halt gerne Steak, auch Schwein. Ich esse aber auch genauso gut. Warum ist da auch Salat, ne? Das ist Kartoffeln. Müsste Salat sein. Also esse ich auch Salat. Siehst du, ich esse Kartoffeln. Also Pommes. King Caesar 2010. Danke fürs Follow und herzlich willkommen am Hexenkessel.
Da ist ja schon mal gut, dass sie Vegetarier und nicht Veganerin ist. Und dann dürfte sie dein Weingummi gar nicht essen, weil da tierische Fette, glaube ich, drin sind. Aber das ist ja auch noch mal ein himmelweiter Unterschied, auch wenn viele da keinen machen. So, dann sind wir auch schon fast zurück. Ist ja geil. Ja, Hühnchen zum Beispiel. Hühnchen ist ja auch kein. Warte mal. Komm ich durch? Hühnchen ist ja kein Fleisch zum Beispiel. Also, als Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Also, wenn du irgendeinem Lebewesen. Also einem Säugetier oder einem Tier den Kopf abnimmst. Ich drücke es mal vorsichtig. Ja? Dann fällt es um. Nun läuft weiter. Also, wie hat das mal einer so schön ausgedrückt? Ist ein Huhn ja eigentlich kein Tier, sondern ein höheres Gemüse. Habe ich aus Grand Tour geklaut. Brötchen, wo willst du hin? Das Pferd will ausbüchsen. Ja, komm, geh wieder zurück. Da, los. Hey, Junge. Der Mist. Da weg. Geh weg von der Kakteen. Ist Vieh. Oh, das. Ja, das Pferd, das konnte ich noch nicht satteln. Das ist wohl eins von denen, die ich gezüchtet hatte. Und da habe ich wohl noch nie einen Sattel drauf gehabt. Deswegen konnte ich das jetzt leider nicht da weglocken. Das ist natürlich jetzt sehr doof. Schönes Pferd. Rest in Peace. Tja, da macht man nichts. Nee, weiß ich ja. Weiß ich ja. Ich hätte kein Fleischtropfen. Ja, nicht so, dass ich das nicht schon ausprobiert hätte, was man wo rauskriegt hier bei Minecraft. So, erstmal das weg. Das. Und dann wollen wir erstmal ein bisschen Glas herstellen. So, drei Sticks da rein, drei Sticks da rein, drei da rein, drei da rein. Ist ja gut, dass ich genug Öfen habe hier, ne? So, jeweils drei Stacks in sechs Öfen. Ja, das war ein Suizidpferd, das stimmt. Leider, leider. Aber so, okay. Ja, was falsch geschrieben. Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten. Was ist denn hier? Was ist denn in diesem Ofen schon wieder? Was ist denn da ein Redstone drin? Muss ich nicht verstehen. Naja, egal. Auf jeden Fall läuft jetzt die Herstellung. Das ist schon mal gut. So, wunderbar. Günther natürlich. Einfach mal die Truhe hier oben ausmachen, dann fällt das Glas nicht sofort bis unten durch, ne? So, lass uns doch mal ein paar.
Ja, so eine gewisse Zweisamkeit könnt ihr nicht verstecken, weil das Wort semi-gebildet kenne ich irgendwoher. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier für schöne Beetumrandungen machen können. Würde Eichenholztreppe sagen, oder? Das sind so Sachen, da halte ich mich auch lieber raus. Dann komme ich da nie rein. So, ich nehme einfach diese Fichtenholztreppe mit, weil ich finde das eigentlich, obwohl Fichtenholz ist eigentlich zu dunkel dafür. Ich möchte gerne die Blumenbeete in der Halle, die möchte ich gerne mit einem schönen Holz machen. Natürlich die Frage, nehme ich jetzt einfach nur dieses simple Birkenholz hier oder immer Birkenholztreppe? Da müsste ich auch genug von haben. Und mal gucken, wie viel Birkenholz ich noch so habe. Ja, guck mal, dann habe ich doch reichlich. Dann nehme ich doch Birkenholztreppe. Ist auch schön hell, das sieht gut aus, passt da ganz gut rein. Da kann man schöne Umrandungen mitbauen. So, dazu brauchen wir natürlich Erde, ganz viel. So. Oh. Noch einmal das Lager heizen. Oh. Schönes großes Lager hier. Brauchen wir denn sonst noch was da hinten? Später brauchen wir noch Blumen. Hier schon mal mitnehmen? Ein paar Blumen? Kann ich schon mal machen. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich ein paar Blumen mitnehmen. Bin erstmal so frei. Ich nehme erstmal so die etwas kleinere Mengen mit. Hat man noch ein bisschen was in Reserve. Gerade diese Tulpen, die habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Warte mal. Kann mich daran entsinnen, dass ich die eigentlich mal umsortiert hatte hier. Ich glaube, ich habe die Beschriftung noch nicht geändert. Rüstung. Und Rüstung. Rüstung. Will ich ja nicht widersprechen. Alles gut. Wie gesagt, ich bin da nicht. Wie drücke ich das jetzt am besten aus? Bin da am liebsten neutral. Bin da einmal am liebsten neutral. Besondere bei Sachen, die mir persönlich jetzt nichts ausmachen, weil ich selbst überlese Rechtschreibfehler auch ganz gerne. Wenn ich weiß, was gemeint ist und bin da jetzt wirklich nicht so spielerisch, gerade im Chat oder so. Wenn ich jetzt natürlich ein, weiß ich nicht, einen Aufsatz schreibe, einen Text, einen Brief, eine Bewerbung, irgendwie sowas in der Richtung, dann sollte das schon eigentlich auch stimmig sein. Aber solange noch einigermaßen erkennen kann, was gemeint ist, ist gut. Gemein. So. Eine Rüstung wollte ich was machen.
Meiner Rüstung geht's gut. Oh, dann gehen wir mal schauen. Passt schon wieder Nacht. Daneben, daneben. Ah, getroffen, getroffen. Ups. Alter. Ist die schnell. War eine Schnellkletterspinne. Oh. Hast du gesehen, wie schnell der oben drüber war? So. Ich nicht so wirklich. Ich bin da ganz ehrlich, ich versuche nach Möglichkeit nicht über irgendwelche Sachen zu die ein oder andere Unzulänglichkeit lästern, die vielleicht da ist. Immer mal mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht in anderen Bereichen des Lebens auch selbst genug haben kann. Und deswegen möchte ich ja auch nicht, dass irgendjemand dann über mich lacht, zum Beispiel. Deswegen versuche ich das eigentlich schon mal ein bisschen vorzusortieren und zu sagen, ja, nö, muss nicht sein, brauche ich nicht, mache ich nicht. Bei manchen liegen die Stärken dann halt eben in anderen Bereich. Keine Ahnung. Vielleicht tatsächlich in der körperlichen Stärke oder. Weiß ich nicht. Gut kochen, gut backen, keine Ahnung was. Mich dann wieder doof anstellen würde. Sehr doof sogar. So, das sieht doch schon mal gar nicht mal so gut aus. Wo will ich eigentlich den Eingang hin machen von dieser überaus hübschen, kleinen, süßen Halle hier? Ich glaube, den bringen wir hier vorne hin. Ja, natürlich. Ich spreche ja nur von mir. Ich kann nur von mir sprechen. Schon mal so, definitiv. Dann sollte ich das mit einer. Die habe ich gar nicht mit. Ja. Ich wollte das erst vielleicht mit der anderen Spitzhacke kaputt machen. Damit ich das Glas noch behalten kann, aber die hole ich jetzt für 4 Glasscheiben nicht. So, hier mache ich jetzt einen Eingangsbereich hin, der, ich sag jetzt mal, 2 Türen enthält. Ungefähr so. Genau. Dann mache ich dann rechts und links eine Tür rein. Habe ich Holz mit? Nein. Ah ja, klar. Aber ich könnte mir mal eben Holz holen. Mit der Schippe. Ja. Was doch, wenn 2 das gleiche tun, ist noch lange nicht dasselbe. Immer. So, dann wollen wir mal hier fix ein paar Türchen bauen. Da
bevor die Viecher wiederkommen. Nichts mehr frei, dann schmeiße ich die mal kurz weg. Das raus, die Blumen raus. Oh, ist das gut. Oh, dann wollen wir uns von draußen mal hier so ein paar schöne, schicke Türchen. Ach nee. Anmachen. Die hätte ich dann auch gerne noch in zur Mitte ausgerichtet. Ungefähr so. Und schon sieht das Ganze besser aus. Ja. Zumindest dürfte es jetzt um einiges seltener sein, dass hier irgendwelche Besucher reinkommen, die hier nicht hingehören. So, gedacht habe ich mir das Ganze so, dass wenn man dann hier reingelatscht kommt, dass man dann hier rechts und links immer so einen Weg hat, der zwei breit ist. In der Mitte den Weg würde ich drei breit lassen und dann hier mal so ein Beet reinziehen. Dann ungefähr so aussieht. Ich weiß nur noch nicht genau, wie breit ich die dann machen soll. Müsste ich mir noch ungefähr ausmessen. In der Mitte vielleicht wie so einen kleinen Wassergraben machen, obwohl das eigentlich unnötig ist, ne? In diesem Sinne was? Oh, okay. Dann in einer der Nachtruhe. Komm gut zu liegen und bis zum nächsten Mal. Steht natürlich die volle Truhe im Weg. Ne? Ist natürlich dumm. Ich versuche das mal einigermaßen aufzuteilen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, da hätte ich dann 5 breites Beet. Ne? Genau. Dann wieder zwei frei. Das wäre die Flanke. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder die Flanke nach hinten. Mal gespannt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 müssten das ja dann richtig sein. Richtiger, wenn ich richtig gezählt habe. Und 1, 2, 3, 4. Auf, dann mache ich hier einen weg. So, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 7. Das müsste eigentlich passen. Warte mal, wenn ich 6 mache. Ja, danke schön, danke schön. Werde ich bestimmt, weil ich kann immer am besten vormittags schlafen. Das heißt, also so früh morgens bis vormittags kann ich immer am besten schlafen, weil das so mein eigentlicher Rhythmus ist, wenn ich arbeite. Deswegen denke ich mal, so bis 4, 5, je nachdem wie lange ich durchhalte, wird das dann hier wohl noch ganz gut gehen und dann werde ich auch mal eine Matratze horchen. In der Richtung. 1, 2, 3, 4, 6. So, jetzt versuchen wir das mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hätten wir hier auch. 6 Stück. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dass ich mich hier verzählt habe. Ah! Wo passt das? So, das werden dann meine Blumenbeete. Rechte Seite sowie linke Seite. Das Schöne ist, dass die Halle hoch genug ist, dass ich hier sogar einen Baum reinknallen kann.
dürfte genug Platz für sein. Opa, da drin. Immer dieses Falschrumgebaue hier. Bei den Stufen. Ungefähr. Eigentlich müsste ich ja jetzt die Truhe da vorne wegreißen und woanders hinstellen. Aber ich werde die jetzt einfach mal so lassen, bis ich die ein bisschen geleert habe und dann da vorne die dazwischen setzen. Das Schöne ist, wenn man hier so mit solchen Sachen beschäftigt ist, man kann dann immer noch so ein bisschen Baumaterial verarbeiten, so wie ich das jetzt da gerade mache. Das heißt, im Moment habe ich ja Sand im Ofen, damit das Glas fertig wird. Und möglicherweise kann ich dann hier schon mal die noch vorhandenen Birkentreppen verbasteln, also ein bisschen die Beete fertig machen. Auf die Weise hat man immer was zu muzzeln, ohne dass es langweilig ist. Dass man jetzt irgendwo vom Ofen sitzen muss und warten muss. Da habe ich mich wohl verzählt. So, dann packen wir das auch mal weg. Das mit dem grünen Glas oben als Zwischenstrebe, das muss ich mir noch mal etwas genauer durch den Kopf gehen lassen. Na, komm her. Weil ich habe da oben ja. Hier eine Axt mehr dabei, deswegen ist das ein bisschen zeitaufwendig, das Holz wegzumachen. Ich habe ja hier oben immer noch so ein Balkenteil frei, nämlich hier, wo noch kein Glas ist. Und da wollte ich dann dieses nicht mit einer, ja, das grüne Glas zwischensetzen. Hat ja keine Struktur. Das muss ich nochmal ausprobieren, wie das ausschaut. Vorhin die Idee mit dem grünen Glas, die ist gar nicht verkehrt. Nur das komplette Dach wird man das Glas dann eigentlich kaum sehen. Ach. So. Er ist verwirrt. Ein Spawn im Inneren meines Hauses. Hat doch kommen, dass es irgendwo rüber geflogen ist. Ich habe doch eine Fackel zu viel rausgerissen. So viel zur Innenrichtung. Hat auch ziemlich genau gereicht. Das heißt, ich habe nur noch Birkenholz über. Und dann müssten wir hier dann entsprechend
in die Erde rein. Mal überlegen, ob ich das noch irgendwie begrüne hier. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass hier, wo ich jetzt die Erde hingemacht habe, automatisch Wiese wächst. Ich glaube nämlich nicht. Da werde ich mir wohl von draußen mit meiner Behutsamkeitshacke ein Stück Wiese holen müssen jeweils und das hier einsetzen. Ansonsten wächst hier, glaube ich, nichts. Ich bin jetzt mal so frei und setze mal hier hin. Schwören die sich jetzt da draußen gegen mich? Warte. Ja, geh mich mal eben mit denen unterhalten. Die, so hier, so illegale Versammlung und so ist nicht. Komm, komm, komm. Was? Dahinter, da ist auch noch einer. Nicht von hinten hier. Das macht man doch nicht, ins Kreuz kloppen. Das war doch wieder lecker XP, guck mal. Ohne groß zu suchen. Ja, eine passende Beleuchtung möchte ich hier natürlich auch noch drin haben. Deswegen bin ich schon am Würfeln. Ich hier in der Mitte entweder so Fackelsäulen reinsetzen oder aber, also so wie in den Dörfern meine ich jetzt, ne? Eine Säule mit oben mit einem Stein drauf und dann ringsum Fackeln. Oder aber ich baue mir aus Glowstones Laternen her. Ja. Am besten dann hier in die Mitte irgendwo. Ja gut, das Beet hat keine Mitte. Deswegen würde ich dann sagen, hier. Und hier. Da dann jeweils eine Fackel, eine Laterne hinsetze. Denke ich mal, sollte die Ausleuchtung hier reichen. Schön ja, 2-3 hoch. Glowstone oben drauf. Könnte ganz gut vernünftig aussehen. So, jetzt leuchte ich das erstmal noch ein bisschen aus hier mit Fackeln. Weil ich hier wieder Besucher bekomme, die nicht hingehen. Oh! Ja, ungefähr solche. Creeper! In meiner Halle! Creept woanders! Oh was? Bevor die könnten Schaden machen. So. Einmal ein bisschen Erde zu mir. Tür raus. Dieses Mops-Zeug hier raus. Die Mopse. So. Glas zu mir. So, dann machen wir jetzt erstmal das Dach zu. Oder? Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.